Ja, mein Name ist Erwin Telöken, Geschäftsführer der Firma Theka. Und nun stehen Sie hier im Kommunikationscenter der Firma Theka. Wir haben hier auch schon die ersten, ja, sagen wir mal, Geräte stehen, die wir auch auf der Autoblech zeigen. Im Hintergrund sieht man es schon sehr gut. Das ist also die Sensoreinheit AirTracker, die wir vorstellen. Es wird also zur Autoblech auch der AirTracker Pro vorgestellt, den wir im Prinzip das Sprechen beigebracht haben. Die Pro-Version haben wir im Prinzip Schnittstellen verpasst, sodass jetzt die Maschine im Prinzip Daten ins Netzwerk hineinsendet. Wenn wir jetzt diese Schnittstellen haben, wir können Maschinen miteinander vernetzen. Wenn wir also viele Maschinen haben, die denselben Standard haben, das werden wir auch auf der Autoblech erstmalig auch zeigen, dass verschiedene Firmen über Stände und Hallen miteinander sprechen. Und dann daraus eben bestimmte Arbeitsprozesse genau geregelt werden. Mein Name ist Uwe Heinz, bin Vertriebsleiter bei Theka und wir sehen hier den Beginn der Brennerabsaugungen. Neben der Digitalisierung ist letztendlich auch für unseren Kunden praxisnahe Umsetzung der neuen Feinstaubgrenzwerte oder die Herabsetzung der Feinstaubgrenzwerte wichtig. Und hier sehen Sie zum Beispiel, dass direkt am Brenner die Schadstoffe abgesaugt werden und für jeden Schweißplatz, für jeden sogenannten MAG, Max-Schweißplatz, können sogenannte Absaugbrenner eingesetzt werden und hierfür, wie gesagt, bieten wir dann die entsprechenden Maschinen an. Unsere neue WAC-Serie sind Geräte, Anlagen im Hochvakuumbereich, so nennen wir das, um genau solche Systeme wie integrierte Brennerabsaugungssysteme anzuschließen und die stellen wir natürlich auf der Euroblech vor.